Rebirth Time. Und zwar mit der Justice League. Hier, meine Damen und Herren, auch für die Justice League gab es ein Rebirth Special. Und das teilt sich wie immer in zwei Sachen auf. Einmal in einer Justice League Story und einmal eine mit den Green Lanterns, Simon Bass und Jessica Cruz. Bass and Cruz, habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht. Richtig cooler Name für so eine 90er Jahre Detektivsache, ne? Miami Vice Style, Cruz and Bass. Crockett and Tubbs. Naja, worum geht's? In dieser Justice League Ausgabe von Brian Hitch wird vor allem in dieser Story darauf eingegangen, wie das Verhältnis der neuen Justice League zum neuen Superman ist, der ja, wie wir mittlerweile wissen, eine Kopie oder eine parallele Version des alten Supermans ist, der die ganze Zeit auf der Erde sich versteckt hat, während der andere Superman öffentlich Taten begangen hat. So kann man es einfach nur sagen. Und ja, womit sie es dann ganz real zu tun haben, ist eine riesige Abscheulichkeit, die sich über, so wie es aussieht, New York City hinweg ausbreitet. Avengers! Und ja, die Menschen sind in Panik, und aber zum Glück, da tauchen unsere Lieblinge auf. Flash, Aquaman, Wonder Woman, Batman und ich glaube Cyborg, Steel. Naja, irgendwer wird es schon sein. Wen haben wir denn also auf dem Cover vorne drauf? Ich glaube, er heißt Cyborg, oder? Und Wonder Woman habe ich gesagt. Und die beiden Green Lanterns, die Wonder Twins, werden sie hier gerne auch drin genannt. Was ich sagen kann, der Zeichenstil ist, boah, geht so. Also ein bisschen verwaschen, da fand ich das Cover schon ein bisschen eindrucksvoller. Die Story an sich ist nichts anderes als, wir bekämpfen zusammen und ohne Captain Planet zu rufen, aber mit Captain Superman bekämpfen wir dieses riesige Tentakelmonster. Wie sie es bekämpfen, ist jetzt auch relativ wurscht. Und geben zum Schluss auch noch ein Abschlussstatement. Das sieht man hier nochmal ganz schön. Wir halten Wache, wir sind die Justice League, wir beschützen euch. Okay, wir wissen Bescheid, Leute, ihr seid auf der Erde, um uns zu beschützen. Und ja, Superman sagt dann gerne sowas wie nach der A-Frage von Batman, und was machst du so? Und er so, ja, ich werde mich melden. Batman sagt auch währenddessen auf der Mondbasis von Justice League, dass hier steht Wachturm-Satellit, dass der neue Superman für manche Leute mehr bedeutet hat, denn wir wissen, in dem damaligen neuen Universum, bevor Rebirth kam, hat Diana, schrecklich Wonder Woman, gerne mal mit dem alten Superman ein bisschen Schnicksel-Schnacksel gemacht. Und ja, und Batman hat natürlich einen guten Freund in Clark. Ja, das dazu. Die Story war okay. Die Green Lantern Story ist wirklich sehr kurz. Ist ja auch nur eine Leseprobe. Dort wird gezeigt, dass das Verhältnis von Cruz und Bath noch gar nicht so geil ist, auch wenn es jetzt hier anders anmutet. Ich finde, die beiden Lanterns sehen ganz cool, haben ein komisches Verhältnis zueinander, prügeln sich ein bisschen durch auf einem Planeten durch und treffen zum Schluss auf eine sehr, sehr grauenerregende Leiche. Ja. Und alles das findet ihr dann neu. Was gibt's danach noch? In der ersten Ausgabe von Justice League heißt es, verheerende Erdbeben auf der ganzen Welt könnten von einer neuen Bedrohung für die Menschheit, während die Liga die Katastrophen auf dem ganzen Globus verzweifelt bekämpft. Wird Batman klar, dass nur einer die Rettung bringen kann? Den Superman, den keiner kennt. Ja, finde ich eher ein bisschen schwächer. Ich finde es interessant, dass sie sich darüber Gedanken machen, wie sie den neuen Superman irgendwie integrieren können. Wäre schön, wenn das auch längerfristig Konsequenzen hat und nicht einfach wirklich innerhalb von ein, zwei Ausgaben so, ja, okay, wir nehmen dich jetzt auch fertig und alles ist wie früher. Naja, mal schauen. Ansonsten, wie hat euch Justice League Rebirth gefallen? Gebt mir einen Daumen hoch oder schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich. Dankeschön. Ciao.